Ja Leute, willkommen zurück zu diesem Video. Heute mal, naja, nicht unbedingt live, mehr so Pseudo-Live, Sandkastenmodus besser gesagt. Aber es fühlt sich ja fast so an. ich habe vor, die nächste Zeit mal etwas aktiver zu werden auf Twitch. Das ist jetzt mehr oder weniger so ein kleiner Testlauf für mich und auch um euch so ein bisschen ja, darauf einzustellen, dass ich gerne auf Twitch was machen wollen würde. Macht natürlich mehr Spaß, wenn man Zuschauer hat. Ist jetzt natürlich so, dass wenn ich jetzt hier ja, live gehen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt so viel Zuschauer haben. Irgendwie muss man ja auch anfangen. Und ja, ich habe da irgendwie voll Bock drauf, mit euch zu kommunizieren, dabei ein wenig zu daddeln. Vielleicht nehme ich ein Bierchen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Warte mal. Ne, ist noch nicht um 10. Aber ja, darum soll es gehen, dass ich mit euch im Beisein etwas zocken möchte, quatschen möchte, gemütliche Runde. Und ich hoffe, dass es vom Sound her passt. Ich hoffe auch, dass die Ausleuchtung so einigermaßen ist, also dass ihr mich sehen könnt. Ich kann es gerade nicht sehen. Ja, also wie gesagt, ich probiere mich hier mich entsprechend einzustellen. Ich muss mich jetzt hier gerade mal so ein bisschen durchschleichen, habe ich das Gefühl. Hier lang. Ich spiele die Szene jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Ich habe das Spiel jetzt vor ein paar Tagen gekauft. Ich weiß, es ist jetzt schon ein Jahr alt oder so. Keine Ahnung. Aber habe jetzt einfach mal so Lust gehabt, mich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und wenn ich hier eh schon ein Mikrofon habe und eine Kamera, dann kann ich das Spielerlebnis auch mit euch teilen. ich hoffe nur, es wird nicht zu peinlich. Ich bin, wie gesagt, mit dem Spiel noch nicht so vertraut. Das ist jetzt hier gerade anscheinend das Tutorial. Erinnert mich auch so ein bisschen an Far Cry 3. Also, wo man auch am Anfang so ein bisschen durch die Gegend schleichen musste, im Dschungel. Wo muss ich hin? Oh, da ist ein Panzer, okay. Ich bleib einfach mal im Dunkeln, um nicht entdeckt zu werden. Ich denke, hoffe mal, das bringt irgendwas. Ah, okay, jetzt ist hier gerade ein bisschen heller. Ja, ich gehe einfach mal weiter. Nicht entdeckt werden. Ja, ihr könnt mich ja mal wissen lassen, vielleicht auch in den Kommentaren, wie ihr dazu steht, wie ihr Bock drauf habt, hättet, was ihr gerne für Spiele sehen wollt. Ich bin da auch relativ offen, sag ich mal. Muss natürlich auch irgendwas sein, wo ich mich nebenher mit euch so ein bisschen unterhalten kann, weil wenn ich jetzt hier, ja, mich nur entsprechend konzentrieren muss, wird das, glaube ich, auch nicht so cool. Okay, schnell die Kanalisation. So weit bin ich vorher auch noch nicht gekommen. Ich bin sonst immer irgendwie gestorben. Okay. Ja, also wie gesagt, ich muss hier auch noch ein bisschen an meinem Setup arbeiten. Ich habe das Mikro jetzt hier irgendwie direkt vor mir stehen. Auf dem Tisch. Das Mikro ist eigentlich viel zu hoch. Ich müsste mal gucken, dass ich die ganze Halterung so ein bisschen niedriger bekomme. Dass ich hier so ein bisschen bequemer sitzen kann. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen mit dem Hohlkreuz unterwegs. Ja. So. Wo lang müssen wir denn jetzt überhaupt? Achso, zum Thema Hardware. Noch kurz erwähnt. Ich zocke das Spiel jetzt gerade mit einer AMD Vega 64. 8 GB VRAM. Ist nicht die neueste Karte. Von 2017, glaube ich. Und ich habe das Spiel... Ach stimmt, ich glaube, ich habe es gerade auf hohen Settings stehen. Ich werde das mal auf... Ich habe es nämlich eigentlich auf Ultra stehen gehabt und das lief wirklich gut. Mal gucken, ob er das jetzt hier in-game auch macht. Ach hier, Grafikqualität. Ultra. Hat er jetzt schon, ja. Okay. Und... Ja, das sieht flüssig aus. Das sieht gut aus.
Ja, also da bin ich echt erstaunt, dass ich das auf den Ultra-Settings mit einer Karte, die schon etwas in die Tage gekommen ist, eigentlich ganz gut zocken kann. Ich finde es gerade nur ein bisschen pixelig. Kann natürlich auch sein, dass ich noch auf Full HD stehen habe. Ich habe das System vorher aufgebaut für die Crossfire-Konstellation der EA9 290. Da stimmt, seht ihr. Da bin ich nämlich auf Full HD runter. Das setzen wir mal wieder hoch. Boah, und tada, ist gleich viel schärfer als vorher, ne? Ist ja witzig. Ja. Im Spiel zurück und. Ja. Sieht sehr scharf aus. Nice. Also da bin ich echt begeistert. Dass das mit der Karte noch echt so gut läuft, ja. So. Ist hier ein bisschen im Untergrund unterwegs. Mal gucken, wo wir lang müssen. Viva la Revolution! Und weiter geht's. Ja, also ich zock das Ding jetzt hier einfach mal kurz an. Ich will jetzt hier nicht stundenlang irgendwie durch die Gegend daddeln. Wie gesagt, das ist so ein kleiner Sandkastentest, auch für mich jetzt erstmal. Und um euch, sag ich mal, entsprechend abzuholen, dass da jemand Neues auf Twitch unterwegs ist. In dem Fall wird der Name ist weiterhin Hobbies Unlimited, allerdings musste ich auf Twitch den Namen ohne Bindestrich schreiben, weil Sonderzeichen da irgendwie nicht erlaubt sind, nicht funktionieren. Also in dem Fall Hobbies Unlimited zusammengeschrieben und ja, dann ist alles gut. Ich werde da noch gucken, dass ich mir irgendwie unter der Woche dann Zeit blocke, an der ich dann entsprechend online gehen kann. Ich kann es natürlich jetzt noch nicht so hundertprozentig abschätzen, aber ich werde auf jeden Fall zeitnah entsprechend auch nochmal Bescheid geben. Wo muss ich jetzt lang? Ein bisschen Kletter-Action. Okay. Ein paar Explosionen. Soll ich rennen oder was? Ah, Seilrutsche, alles klar. Hui. Ich glaube, das hier ist der Hauptgegner, Antagonist, wie auch immer. Den kennt man doch aus irgendeiner Serie. Ich weiß jetzt aber nicht aus welcher. Aber das ist wohl ein wahrhaftig echter Schauspieler, den sie hier mit ins Spiel integriert haben. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare geben, um wen es sich da genau handelt. Ich weiß es gerade nicht. So. Wo müssen wir jetzt lang? Hier. Also wie gesagt. Boah, okay. Das kam jetzt überraschend. Ja, sorry, ich gehe noch mal weiter. Könnt weiterkochen. Muss ich hier durch? Ah, hier lang. Okay. Ach, guck mal, da gibt es ja sogar Pfeile. Immer den Pfeilen hinterher. Okay. Hier geht es ja richtig ab. Gehen wir mal hier hoch. Ja, wegen der Soundqualität muss ich oder ist jetzt sozusagen auch mehr oder weniger so ein Testlauf, um zu schauen, wie es vom Sound her passt. Ich gucke mir das im Nachhinein dann auch nochmal an und werde mal abchecken, ob das so hinhauen kann. Oh, da werde ich in Deckung bleiben, sonst werde ich entdeckt. Okay. Seilrutsche. Jo, nicht jugendfrei. Ich guck mal schnell weg. Alles klar. Ja, also wie gesagt, ich mache an der Stelle erstmal Pause. War jetzt, wie gesagt, erstmal so ein Test, auch für mich selbst. Scheint soweit alles ganz gut zu funktionieren. Ich muss nur gucken, dass ich ja, das mit dem Mikrofon ein bisschen anders löse. Das ist alles so ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, also wenn ihr Bock habt auf Zocken, Quatschen, Daddeln, whatever, dann schaltet auf jeden Fall ein. Wie gesagt, ich werde es dennoch auf
irgendeiner Art und Weise kommunizieren, wann ich dann auf Twitch online kommen werde. Ich werde mal gucken, auf welchem Weg das am schlauesten ist. Und ja, dann würde ich sagen, verbleiben wir erstmal so und ja, würde mich wie gesagt freuen, wenn wir uns dann mal online zusammen zum Datteln treffen. Also, bis dann erstmal. Ciao, ciao.